Tatsächlich sieht man den Kanzler so eher selten, als könnte er kaum noch an sich halten. Es sollte ein ungewöhnliches Rededuell werden. Denn tatsächlich erlebt man auch Friedrich Merz so eher selten, fast schon zurückhaltend. Das war schon einer der heftigeren Ausbrüche in Richtung Scholz. Sie waren einmal die Partei der Arbeiterinnen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie sind heute eine Partei der subventionierten Arbeitslosigkeit geworden und nicht mehr eine Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der andere, der dem Amte nach eher der Staatsmann ist, wurde deutlich persönlicher. Aber wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose. Ich finde, wer boxt, der soll kein Glaskinn haben. Aber Sie haben ein ganz schönes Glaskinn, Herr Merz. So eine Hasenfüßigkeit vor der eigenen Verantwortung davonlaufen, das habe ich noch nicht erlebt, Herr Merz. Hier geht es wohl auch darum, politische Rollen zu finden. Der Kanzler angriffslustiger, der Oppositionsführer staatsmännischer, ein wenig verkehrte Welt. Kam aber in der SPD-Fraktion offenbar ganz gut an. Aber da gibt es ja auch noch eine inhaltliche Ebene. Es geht auch um eine deutsche Wirtschaft, die mehr braucht als einen Schlagabtausch im Bundestag. Um fast 477 Milliarden Euro, die verteilt werden sollen für Soziales, für Investitionen. Niklas Potrafke vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung wünscht sich mehr Taten als Worte. Ja, ich sehe jetzt den gegenwärtigen Haushalt nicht als Aufbruchssignal für mehr Wachstum oder dass Unternehmen nun wirklich sagen, jetzt tut sich was in Deutschland oder jetzt gibt es mehr öffentliche Investitionen, die vielleicht später private Investitionen mit antreiben. Bei der Bewertung der wirtschaftlichen Lage konnten Scholz und Merz auch kaum weiter auseinanderliegen. Der Kanzler zeichnet das Bild eines Landes, das auf dem richtigen Weg ist. Endlich. Im Übrigen sind wir dabei, all das aufzuarbeiten, was in diesem Land liegen geblieben ist. Und es ist sehr viel liegen geblieben. Über viele Jahre, über sehr, sehr, sehr viele Jahre sind die entscheidenden Weichen nicht gestellt worden, damit Deutschland eine industrielle Zukunft haben kann. Umfragen und Proteste offenbaren allerdings, dass größere Teile der Bevölkerung das Land zurzeit nicht auf dem richtigen Weg sehen. Es wäre eine Gelegenheit, den Kanzler frontal anzugreifen. Doch Merz wird inhaltlich. Ich will es auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Die Arbeitskosten in Deutschland sind zu hoch. Die Bürokratielasten werden immer drückender. Die Energieversorgung ist zu einseitig auf Wind und Sonne ausgerichtet. Und die Steuerlast der Unternehmen ist im internationalen Vergleich ebenfalls zu hoch. Mit dieser Ampel gemeinsam daran zu arbeiten, das hat er allerdings fürs Erste ausgeschlossen. Und so bleibt der Eindruck einer Debatte mit sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen der Wirklichkeit. Und deshalb müssen wir drüber reden und sprechen mit dem Journalisten und Buchautoren Markus Feldenkirchen. Er schreibt für den Spiegel, aber Sie kennen ihn auch aus der WDR-Doku-Reihe Konfrontation. Guten Abend nach Berlin. Einen schönen guten Abend ins schöne Rheinland. Das war ja heute teilweise schon kurz vor der Beleidigung, was man da gehört hat. Warum arbeitet sich Scholz so explizit an Merz ab? Ja, also das war vielleicht sowas wie eine Übersprungshandlung. Also er steht ja wirklich ganz scharf in der Kritik. Und es schien mir so ein bisschen so, als habe er alles ausgeblendet, was die Bevölkerung tatsächlich über die von ihm geführte Regierung denkt. Hat sich da also wirklich mit Selbstlob überschüttet und hat einen Gegner gefunden, nämlich neben der AfD auch Friedrich Merz. Ich weiß es nicht. Also er hat dort natürlich einen wunden Punkt getroffen, dass an der Persönlichkeitsstruktur von Friedrich Merz, dass er tatsächlich irgendwie immer so ein harter Hund und auch austeilt und dann aber auch sehr schnell wehleidig sein kann und auch beleidigt sein kann. Das waren dann die Worte Glaskinn und Mimose. Da hat er durchaus einen guten Punkt gefunden, was allerdings für mich tatsächlich bemerkenswert war die Aggressivität. Und ich glaube, damit wollte er vor allem den eigenen Reihen zeigen, den Leuten, die vor ihm saßen, die Abgeordneten der SPD. Ich bin noch da, ich lebe quasi politisch noch. Ich bin noch nicht totgesagt und ihr braucht nicht darüber spekulieren, wer mein Nachfolger aus der SPD sein kann. So, und Merz gab sich ja fast schon kanzlerhaft zurückhaltend. Einer, der ja sonst auch mal ausspricht, was ihm auf der Zunge liegt und nachher fliegt ihm das um die Ohren. Haben wir denn da heute auch verdrehte Rollen gesehen?
Absolut, das war auch in dem Beitrag sehr gut zusammengefasst. Also er war eher staatsmännisch, als sei er schon im Amt. Und Olaf Scholz war mehr so der Kläffer, der den, der schon im Amt ist, angreift und sagen will, ich bin der Bessere oder beziehungsweise der kann nichts. Also Friedrich Merz mit einem ganz starken Fokus auf Außen- und Europapolitik. Das klang, wie gesagt, staatsmännisch, als sei er schon der Bundeskanzler. Und auch, was er, klar, also es gibt natürlich wirtschafts- und sozialpolitisch nach wie vor große Unterschiede zwischen CDU, insbesondere der Merz-CDU und der SPD. Das hat er aber eigentlich eher konstruktiv für seine Verhältnisse dargelegt. So, Scholz und Merz haben aber ja beide zumindest die AfD attackiert. Ist das die einzige Gemeinsamkeit zwischen den beiden? Ja, also ich muss mal sagen, es ist schon in diesen Zeiten eine wichtige Gemeinsamkeit, dass dass wenigstens das klar ist. Ja, das stimmt, das ist die einzige, aber das finde ich ehrlich gesagt im Sinne unserer Demokratie, unseres demokratischen Diskurses auch gut, dass wieder ganz klar Unterschiede, programmatische Unterschiede, auch habituelle Unterschiede zwischen denen, die sich im demokratischen Spektrum bewegen, dort unterwegs sind, dass die sichtbar werden. Also von mir aus gerne als Bürger, sage ich das jetzt, mehr so klare Auseinandersetzung zwischen Kräften von SPD und Union. Und er sagt es auch als Journalist, Markus Feldenkirchen. Danke für die Einschätzung nach Berlin. Liebe Grüße. Gerne.